Wir feiern heute Grundsteinlegung und Richtfest gleichzeitig. Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Mensa und Richtfest für den Erweiterungsbau der Schule. Die Kapazität wird deutlich erhöht. Künftig können hier 360 Kinder zur Schule gehen. Bisher sind es knapp 250. Das heißt, wir erweitern um mehr als 100 Plätze. Wir investieren an diesem Standort fast 10 Millionen Euro. Das heißt, trotz Pandemie investieren wir weiter in die Bildungsinfrastruktur dieser Stadt. Hier entstehen allerdings nicht nur neue Schulplätze, sondern der Bau ist auch durchaus ein ökologisches Vorzeigeprojekt. Der Anschluss an das Fernwärmenetz ist etwas Besonderes. Es gibt eine Photovoltaikanlage und innen wird mit LED beleuchtet, sodass wir hier auch energetisch wirklich zukunftsfähig unterwegs sind. Insgesamt eine tolle Leistung der am Bau Beteiligten, unserer IPM und aller beteiligten Firmen. Ich bin froh, dass das Ganze so gut läuft, wie das bisher vonstatten gegangen ist, und wir freuen uns alle auf die Eröffnung dann im Sommer 2022. Mich freut besonders, dass wir hier auch bei unserem Thema der Entsiegelung der Schulhöfe vorankommen. Das heißt, hier wird auch ein Insektenhotel mit entstehen. Wir werden auch Nistmöglichkeiten für die Vögel vorsehen. Und insofern, glaube ich, hat jeder, der hier auch wohnt und vielleicht nicht so viel Natur in seiner unmittelbaren Umgebung hat, der findet es dann hier auf dem Schulhof und im Gebäude vor. Was uns besonders freut, auch hier als Kollegium, ist es, dass wir wirklich moderne Unterrichtsräume bekommen, in denen auch moderne Medien fest installiert sind und damit auch die Möglichkeit bekommen, den Schüler viel besser auf ihre Zukunft vorzubereiten. Durch die Erweiterung der Zügigkeit haben wir auch Chance, den interessierten Eltern hier den Schulplatz in den drei Eingangsklassen im Schuljahr 2022/23 anbieten. Der Neubau des Franz-Jürgens-Berufskollegs ist fertig. Ich freue mich sehr. Das ist ein gutes Zeichen. Wir investieren in die Bildungslandschaft in der Stadt, und zwar quer über alle Schulformen, ob das im Grundschulbereich ist, im Bereich der weiterführenden Schulen, Gymnasien, aber eben auch in die Berufskollegs, weil uns Bildung wirklich am Herzen liegt und weil wir auch zeigen wollen, auch in Pandemiezeiten vernachlässigen wir nicht unsere Bildungsinfrastruktur. Hier am Standort ist ein Budget von 18,5 Millionen Euro veranschlagt gewesen. Ich freue mich, dass es gelingen wird, wahrscheinlich dieses Budget einzuhalten, dass wir auch vor der Zeit sogar fertig werden. Das ist eine großartige Leistung auch der IPM, die hier verantwortlich gebaut hat. Einmal mehr ein gutes Beispiel dafür, dass es vorangeht mit dem Schulbau in Düsseldorf. Die IPM hat für den Erweiterungsbau des Franz-Jürgens-Berufskollegs ein sehr technisch hochwertiges Gebäude errichtet im Auftrag des Schulverwaltungsamtes. Neben den Ausstattungen der Labore ist vor allen Dingen zu erwähnen, dass eine Photovoltaikanlage mit 73 Kilowatt Peak zur Eigenbedarfsdeckung auf dem Dach platziert ist und eine Lüftungsanlage für die Labore und die innenliegenden Bereiche mit Wärmerückgewinnung. Darüber hinaus ist das Gebäude an den Fernwärmeanschluss angebunden. Der besondere Schwerpunkt unserer Schule ist der Bereich der Beratung. Wir beraten unsere Schülerinnen und Schüler sehr intensiv, angefangen von internationalen Förderklassen bis hin zu den Studentinnen und Studenten der Fachschule für Technik. Von daher freuen wir uns sehr über dieses neue Gebäude hier mit den Räumen für die Beratung, angefangen von dem Büro, wo wir uns gerade befinden, von der Schulsozialarbeit bis hin zu einem Selbstlernzentrum. Neue digitale Ausstattung, wir sind begeistert.